Hallo, mein Name ist Christine Ludewig von der Loki-Schmidt-Stiftung. Wir sind heute hier in einem Laubmischwald in Norddeutschland, im Jungmoränengebiet in Schleswig-Holstein und suchen die Einbeere, die Blume des Jahres 2022. Und der Wald ist dafür sehr gut geeignet, da er Eschen enthält und Haselnuss und eine sehr reiche Bodenvegetation, wo wir die Einbeere erwarten können. Und hier haben wir sie auch schon gefunden, die Einbeere, auch vierblättrige Einbeere genannt, Paris quadrifolia. Diese Pflanze wurde als Blume des Jahres 2022 ausgewählt, um auf die Schutzwürdigkeit von naturnahen Laubmischwäldern hinzuweisen. Diese Pflanze ist auf den ersten Blick etwas unscheinbar, aber sie ist wirklich sehr außergewöhnlich. Sie gehört zu einer sehr seltenen Pflanzenfamilie, den Germa-Gewächsen. Diese sind in Mitteleuropa nur durch diese Art und eine weitere in den Alpen vertreten. Und die sind den Liliengewächsen nahestehend. Die Wuchsform sind einzelne Sprosse, die von einem unterirdischen Rhizom ausgehen. Und es könnte also sein, dass die verschiedenen Sprosse, die man hier in dem Bestand sieht, alle zu einem Individuum gehören. Und über das Rhizom breitet sich die Art auch hauptsächlich aus. Aus der Blüte wird nur eine einzige Beere, die dann nachher gefressen wird und über Verdauung und wieder Ausscheidung ausgebreitet wird. Aber eigentlich ist das Rhizom das Wesentliche, womit sie sich ausbreitet, weshalb sie nur sehr kurze Ausbreitungsdistanzen überbrücken kann. Die Einbeere hat wirklich eine sehr interessante Blüte. In der Mitte sieht man den schwarzen Fruchtknoten, der zuständig ist für den Schauapparat, zusammen mit den gelben Staubblättern, die hier in einem Kreis angeordnet sind. Und die Kronblätter und Kelchblätter, die sind vierzählig und grün. Und hier sieht man auch ganz interessant, dass sie ja vierblättrige Einbeere heißt und meistens vier Blätter aufweist. Aber es kommen auch Exemplare mit 5, 3 oder 6 vor. Die Einbeere gehört zu den Frühblühern, die typisch für andere Frühblüher in einem Laubmischwald eben jetzt, bevor das Laub der Bäume ausgebildet ist, zur Blüte kommt. Man sieht hier noch die Blätter des Buschwindröschens und auch noch letzte Blüten der Schlüsselblume, die aber alle ein bisschen früher dran sind. Und die Einbeere schiebt ihre Blätter und ihre Sprosse im Laufe des späten Aprils und frühen Mais. Und Anfang, Mitte Mai fängt sie dann an zu blühen. Die Früchte entwickeln sich dann im Laufe des Julis bis September. Danach ziehen dann die Sprosse auch wieder ein und ab dem Herbst findet man sie dann gar nicht mehr. Zu der Bestäubung der Einbeere gibt es noch eine Anekdote zu berichten. Der Fruchtknoten, der diese dunkle Farbe hat, der wurde als Fleischattrappe interpretiert und es wurde angenommen, dass Fliegen dadurch angelockt werden. Tatsächlich ist die Blüte aber geruchlos. Und diese Theorie wird in Zweifel gezogen, also ist es noch nicht so ganz klar, wer eigentlich die hauptsächlichen Bestäuber sind. Und alle, die die Pflanze finden, können ja mal darauf achten, ob sie ein Insekt bei der Bestäubung erwischen. Ansonsten werden die Blüten aber auch über den Wind bestäubt. Hier sehen wir jetzt einen Standort, der durch Eichen und Eschen charakterisiert ist. Und das ist wirklich ein Naturwald, so wie er auch ohne Einfluss des Menschen hier entstehen könnte. Und allein, dass die Einbeere in so einer großen Anzahl hier zu finden ist, sagt uns auch etwas über den Wald. Denn damit handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen historisch alten Wald. Da muss man sich jetzt nochmal das Rhizom, also die Ausbreitung über unterirdische Sprosse,
in Erinnerung rufen. Die Pflanze kann nicht so lange Distanzen überwinden und damit kann sie auch keine neu angepflanzten Wälder leicht erreichen. Somit handelt es sich bei der Einbeere um eine Charakterart von historisch alten Wäldern. Historisch alte Wälder sind solche, die schon seit mindestens 250 Jahren als Wald existieren. Und diese Wälder gibt es in Norddeutschland mittlerweile wirklich sehr selten, was auch ein Grund dafür ist, warum die Einbeere in Norddeutschland sehr selten geworden ist. Solche schönen Bestände der Einbeere, wie man sie hier sieht, kenne ich ansonsten hauptsächlich aus Mittelgebirgen, wie zum Beispiel der Rhön, dem Vogelsberg oder auch dem Harz. Denn es ist so, dass die Einbeere in anderen Regionen Deutschlands noch relativ häufig zu finden ist, da einerseits diese reichen Buchen, Mischwälder noch häufiger zu finden sind und andererseits aber auch Wälder eine längere Standortkontinuität aufweisen. Hier haben die Wildschweine für uns das Rhizom freigelegt und das kann man sich hier jetzt noch mal genauer angucken, worum es sich eigentlich bei einem Rhizom handelt. Das ist ein unterirdisch wachsender Kriechspross und man sieht, dass dieser Spross, wo die Blüte dran sitzt, dann eben von diesem Rhizom aus gebildet wird und es ist auch schon die Anlage für den Trieb im nächsten Jahr vorhanden. Die Wildschweine fressen vermutlich die Rhizome und deswegen sind hier überall kleine Wildschweinfraßspuren zu erkennen. Für uns ist allerdings die Einbeere in allen Teilen giftig. Mit der Wahl der Einbeere zur Blume des Jahres 2022 möchte die Loki Schmidt Stiftung darauf hinweisen, wie wichtig solche naturnahen und auch alten Wälder für viele Pflanzenarten sind, wo eben die Einbeere eine charakteristische Art für ist. Und andere Arten wie die ährige Teufelskalle oder auch der Salomonsiegel finden hier ihre letzten Refugien und generell sollten diese Wälder unbedingt erhalten werden und auch gefördert werden. Wir sind zurück in dem Wald, wo wir im Mai die Einbeere gefunden haben. Es hat sich hier einiges geändert. Über uns rauschen die Blätter im Wind, denn sie sind jetzt voll entwickelt und der Wald ist wirklich sehr dunkel geworden. Die Frühblüher, die wir im Frühling hier zahlreich überall auf dem Boden gesehen haben, haben ihr Laub schon fast komplett eingezogen und sind kaum noch zu entdecken. Bei diesen Exemplaren der Einbeere sind die Blätter noch ganz gut erhalten, bei anderen sind die mittlerweile auch schon weg. Und was man hier jetzt schön sieht, ist, dass die Triebe immer nur eine einzelne Beere entwickeln, da wo vorher die Blüte war. Und das ist auch für diese Pflanzenart ganz typisch. Und da jede Pflanze nur eine einzelne Beere mit wenigen Samen produziert und diese dann hin und wieder von Rehen gefressen werden, ist aber die Ausbreitung über die Samen ein Einzelfall und somit kann diese Pflanze sich eher schlecht von einem Wald in einen anderen Wald ausbreiten. Hier sind wir jetzt bei Exemplaren der Einbeere, wo die Blätter wirklich schon ziemlich hinfällig sind. Und nur noch die Beeren werden so schön präsentiert, damit zum Beispiel ein Reh sie abfressen kann. Man muss beachten, dass die Beeren schwach giftig sind, obwohl sie so lecker aussehen. 1, 2, 3 Beeren zu essen würde jetzt nicht schädigen, aber wenn man mehr davon isst, dann führt das zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Deswegen sollte man das besser lassen. Ich finde allerdings auch, dass sie sehr
lecker aussehen. Und ich würde jetzt einfach mal testweise da reinbeißen. Bäh! Die sind aber wirklich sehr bitter und überhaupt nicht lecker. Von daher glaube ich, dass man die eher nicht aus Versehen isst. Und hier drinnen findet man jetzt die relativ großen braunen Samen, die auch eine ganz spezielle gefurchte Samenschale haben. Das sind die Samen der Einbeere, die eben nur in relativ geringer Anzahl vorhanden sind. Die Einbeere wird nun also auch demnächst die Blätter weiter einziehen und ihre Nährstoffe ins unterirdische Rhizom verlagern. Das heißt, der Kreislauf der Einbeere ist für dieses Jahr demnächst beendet und sie wird dann nicht mehr sichtbar sein. Und im nächsten Frühjahr, da werden dann aber die Einbeerpflanzen zeitig im April, Mai wieder austreiben und ihre interessanten Blüten bilden. Und jeder kann dann mal in historisch alten Wäldern in seiner Umgebung auf die Suche gehen, ob die Einbeere dort zu finden ist.